Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen ersten Folge. Eine neue erste Folge in 2024. Und wo sind wir? White Cliffs of Dover? Ihr dürft jetzt einmal raten. Ne, einen zweiten Rateversuch gibt es nicht, wenn ich sage White Cliffs of Dover, okay? Ja, okay, genau, wir sind in Dover. Ja, wir? Ja, das seid einmal ihr, die euch hier einfach mit auf die Karre drauf geschmuggelt habe, ne? Ohne dass der Zoll euch bemerkt hat. Das ist Klaus Bärbel, selbstverständlich. Allerdings kann Klaus Bärbel im Augenblick nicht in gewohnter Position Platz nehmen, denn da ist jemand. Moin! Das ist der Daniel. Hallo. Ja, wir üben das noch. Wir müssen ihn erstmal ein bisschen warm machen, Leute. Das gehen wir jetzt ganz vorsichtig an, okay? Ein Moin war schon mal korrekt. Das ist schon mal sehr geil. Ja, der Daniel, der ist nämlich neu bei uns. Und Daniel macht jetzt heute seinen ersten offiziellen Trip für die Spedition Westerfeld, für uns und mit mir quasi direkt hoch nach Schottland. Leute, allerdings der Schottenrock. Ich habe mir gedacht, nee, wenn ich jemanden dabei habe, dann will ich das nicht unbedingt, ne? Nicht, dass aus Versehen irgendwie die Kuhglocken dann zu sehen sind oder so. Und außerdem ist das auch viel zu kalt für einen Schottenrock. Ja? Ich bin ja kein Schotte, hör mal. Ihr könnt ja jetzt viel von mir verlangen, aber bitte nicht, dass ich hier bei Minusgraden mit dem Schottenrock. Minus, Alter, 6 Grad, lasst euch bitte nicht täuschen. Auch wenn da 6 Grad steht, das ist Schiffstemperatur. Warum sagt das jetzt dann 7 Grad? Das ist ja nicht so geil. So, dann hat sich das Getriebe einmal aufgeregt und hat den Gang rausgenommen, obwohl wir gerade mitten anfangen wollten, in die Steigung reinzufahren. Ja, Leute, wir müssen jetzt auf die A20M20. Nein, A2M2, so rum. Nicht auf M20. A2M2. So. Genau, wir fahren hoch nach Schottland. Um genau zu sein, fahren wir nach Inverary und nach Wick. Wick, meine Lieben, das ist was Besonderes für euch. Da waren wir noch nie. Wick, da war auch ich noch nicht. Das ist der nördlichste Kunde auf dem schottischen Festland, den man überhaupt haben kann. Beziehungsweise auf dem britischen Festland. Ja. Danach kommt nur noch Wasser und Inseln. Und das zählt ja generell nicht, ne? Wir sprechen ja immer hier vom Festland. So, jetzt müssen wir mal, was die Leute natürlich... Ja, da wird es wieder ein bisschen Gedränge. Ja, die wollen natürlich alle gleichzeitig runter zur Autobahn. Und dass wir hier Vorrang haben, weil wir hier von der Steigung kommen, das sehen viele dann auch nicht ein, ne? So. Wir machen das hier mal mit Reißverschlussverfahren. Ne, wir reißverschließen uns hier einfach mal rein. Leute, Schottland, es wird mal wieder Zeit. Und ich glaube, das wird eine richtig geile Tour. Wir haben nur 2 Kunden, das habe ich glaube ich schon erwähnt. James Lyon & Sons, den kennt ihr. Da geht das Gros hin mit über 50 Kubikmeter und der letzte, der kriegt 18 Kubikmeter. Also an sich eine echt entspannte Tour. Auf die Art und Weise können wir dann die 360-Grad-Kamera benutzen. Wir können auch mal eine Drohnenfahrt machen oder einen Flug. Gerade bei, ich sehe das erste Mal Sonnenschein jetzt seit Ewigkeiten. Das ist hier alles ein bisschen strange. Also bei uns zu Hause in Deutschland, in Löhne, möchte ich einmal gerade für die Allgemeinheit festhalten. Scheißwetter seit Wochen. Die Sonne, die war nur zu sehen, wenn man irgendwie ein YouTube-Video geguckt hat. So, und jetzt kommen wir hier rüber nach Großbritannien, wo normalerweise immer Scheißwetter ist. Und boah, die Sonne ist richtig warm. Sag, da ist hier Frühling ausgebrochen oder was? Es ist richtig warm. Die Sonne hat Kraft. Krass, ja, das ist der Laie staunt und der Fachmann wundert sich. Okay. Aber komm, bevor ich euch jetzt erstmal hier einen Knopf an die Backe laber und ihr nichts zu sehen kriegt, was ihr nicht schon tausendmal gesehen hättet,
würde ich sagen, wir sehen uns gleich später wieder. Wir fahren jetzt hier gleich erstmal raus aus dem Hafen, fahren dann wie schon so hunderte Male die A2, M2 auf die M25, auf die M1, die M6, M6 toll und dann wieder M6 Richtung Carlisle. Ich glaube, ungefähr so weit werden wir auch heute kommen. Ja, wir werden unser Bestes geben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich habe gute Laune. Leute, ihr könnt schon wieder irische Schafe zu Tode streicheln. Ja, es ist einfach so. Die sind so plüschig, die sind so flauschig, ich könnte sie zu Tode streicheln. Und meine Laune ist auch dementsprechend, das würde ich durchhalten. Glaubt mir. Okay, so, wir haben uns jetzt wieder eingereiht auf unsere Autobahn. Ne? Das erkläre ich jetzt auch einmal dem Daniel. Also das hier rechts für A2, M2. Und da ist für die M20 auf der linken Seite. Und hier vorne steht dann nochmal der Zoll. Die haben dann so Zettelchen in der Hand. Da gucken die drauf auf Kennzeichen und ziehen sich dann nochmal welche rein für einen Scanner oder aber für eine Entladung beim Zoll direkt. Okay. Da werden hauptsächlich dann aber wirklich Planen für genommen. Das, Also ich bin persönlich hier noch nie rausgezogen worden. Nee, ganz genau. Ach, Leute, ich muss euch das Wetter hier, das muss ich euch gleich nochmal demonstrieren. Nicht, dass es nachher zuzieht und die ganze Woche wieder eklig dunkel ist. Und ihr mir dann sagt, hier, wo war die Sonne? Ich habe keine gesehen. Ach, schaut euch das an. Und dabei sind wir eigentlich recht müde. Also ich bin es auf jeden Fall. Daniel hat sich ein bisschen durch den Schlaf, den wir auf der Fähre bekommen haben, im Sitzen, gerade noch so ein bisschen erholt gefühlt. Das wird bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen überkommen. Jetzt noch mal die Augen zu klappern. Ja, wir sind gestern Abend 22 Uhr gestartet in Doppelbesatzung. Ja, darüber können wir ja auch mal gerade noch ein bisschen reden, denn das interessiert ja viele Leute. Doppelbesatzung bedeutet ja nun mal Folgendes. Wir haben einen LKW besetzt mit zwei Fahrern. Ich mache mal gerade dein Fenster zu. Ne? Und wir haben natürlich beide unsere tägliche Lenkzeit zur Verfügung. Das ist 9 Stunden, zweimal die Woche 10 Stunden. Das gilt in Einzel- wie in Doppelbesatzung. Jetzt haben wir aber dadurch, dass wir mehr Lenkzeit haben, brauchen wir auch ein bisschen mehr Schichtzeit, um diese überhaupt benutzen zu dürfen. Deswegen ist unser Tag nicht 24 Stunden lang, nein, unser Tag ist 30 Stunden lang. Klingt komisch, ist aber so. In diesen 30 Stunden, am Ende dieser 30 Stunden, müssen wir eine 9-Stunden-Pause absolviert haben. 9 Stunden ist unsere tägliche Ruhezeit. Na, die muss man haben. 11 Stunden, jebet in Doppelbesatzung nicht. Du kannst natürlich gerne mehr Pause machen. Du kannst natürlich so viel Pause machen, wie du willst, aber 9 Stunden, da sagt der Gesetzgeber europaweit, hör mal, das hast du bitte mindestens auf der Uhr, wenn die 30 Stunden um sind. Ergo können wir 21 Stunden andere Tätigkeiten machen. Lenken, arbeiten oder so wie in Daniel seinem Fall gerade, weil er sitzt ja auf dem Beifahrersitz, das ist offiziell Bereitschaftszeit. Und der nette Tachograf da oben stellt sich immer automatisch für den Beifahrer, während sich der LKW bewegt, auf Bereitschaftszeit. Ja, wieder was gelernt hier. Ne? Ja, wunderbar. Schön, habe ich schon mal 10 Minuten hier gelabert. Und ich würde sagen, wir machen gleich Folgendes. Wir sehen uns wieder, wenn wir nach London reinkommen. Wir werden ja durch den Dartford-Tunnel fahren. Ihr alle kennt das. Ich weiß nicht, ob Daniel da war. Daniel war bestimmt auch schon mal da. Und naja, wir hören uns also später wieder. Ich fahre jetzt noch eine Runde. Wir fahren jetzt noch eine Runde. Und dann schauen wir mal. Ja, der Holländer vor uns, der kommt nicht so richtig aus dem Knick. Der ist jetzt bei 31 Meilen. Hui, 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 hui. Okay, bis später, Leute. So, Leute. Ach, herrlich. Ja, es ist geschafft. Wir stehen jetzt hier in Birmingham, M6 Toll, und werden jetzt hier tauschen. Das heißt, Daniel fährt gleich weiter.
ich glaube, seine ersten eigenen Meter in Großbritannien. Richtig? Richtig. Ja. Ach, herrlich. Ja, die Dame ist schon ein bisschen dreckig. Aber das lässt sich bei dem Wetter leider auch nicht vermeiden, Leute. Ja, ansonsten, was kann man sagen? Müde sind wir, oder? Kaputt. Ja. Ein bisschen kaputt. Aber hey, so muss das auch mal sein, ne? Damit man wieder weiß, wie gut man es eigentlich hat, wenn man nicht Sonntagabend durchfahren muss. Ja, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Für euch mache ich dann noch ein paar interessante Bilder mit der 360-Grad-Kamera und dann hören wir uns später wieder, ne? Weil ich, was soll ich euch jetzt sagen? Hat sich nicht viel getan, wir sind nur gefahren. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, ihr wisst Bescheid. Also, rinjahauen! So, Leute. Ihr seht es, die Scheibe ist ein bisschen dreckig. Aber auch das lässt sich bei den aktuellen Witterungsverhältnissen nicht gut in den Griff bekommen, weil hier so viel Salz überall gestreut wird. Das ist einfach der Hammer. So, jetzt fahren wir zurück auf die Autobahn, dann einmal schnell durch die Mondstation. Die kann ich euch dann mal von der Beifahrerseite aus filmen. Ist ja nicht ein Träumchen immer. Ist aber wie ein bisschen schön, oder? So, dann kommt noch ein PKW. Genau, und jetzt ist frei. Very much. Ja, wenn die Kuh kackt, macht das Platsch. Ach, Leute. Er ist so herrlich, oder? Ja, also Daniel wird jetzt noch 4,5 Stunden fahren. Und dann werden wir uns mal irgendwo ein schönes Plätzchen suchen. Kannst auf der rechten Spur bleiben, zum Anordnen. Wir müssen ja nach Westen. Ja, ihr seht das ja, die Straßen sind richtig weiß vor lauter Salz. Genau, dann fährst du da die zweite Spur links. Genau. Einfach den PKW hinterher. Aber ey, die Sonne ist immer noch am Knallen, ne? Wir können uns ja echt nicht beschweren. Herrlich. Ja, was steht dann für morgen an? Für morgen Vormittag ist das Entladen der 56 Kubikmeter angesagt. Das wird dann einmal ein bisschen körperlich, sag ich mal. Und wenn wir das geschafft haben, fahren wir dann nach Wick weiter. Aber bis dahin kommen erstmal gleich noch richtig schöne Bilder für euch. Das kann ich euch ja schon mal versprechen. Wie vorbildlich er das macht hier. Sahne, Sahne. So, ihr kennt das Spiel ja schon, ihr fleißigen Zuschauer. Wenn man hier auf die Autobahn auffährt, muss man eigentlich gar nicht groß losheizen, weil eine Meile später kommt ja schon diese Mautstation. Wir haben jetzt den Vorteil, der Motor ist natürlich schon warm, also interessiert uns das eigentlich schon fast gar nicht mehr so doll. Aber wenn man hier gestanden hat über Nacht, dann gebe ich hier noch kein Vollgas. Ist halt ungewohnt hier auf dem Beifahrersitz, Leute. Das kann ich euch mal verraten. Und das Gute ist, ich muss nicht aufstehen, um die Maut zu bezahlen. Wie geil ist das denn jetzt bitte? So, wir fahren dann gleich in die White Load Spur, die dann so links abführt. Genau, weil die Mautstation ist wirklich relativ eng. Ja, Leute, was soll ich euch groß erklären jetzt, ne? So. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und ja, das ist die einzige Mautstation, die wir hier diese Woche in Großbritannien haben. Auf der Rückfahrt natürlich nochmal genauso. Genau, und dann vor diesem kleinen blauen Schild kannst du links rollen. Jo. Thank you.
Scheibe schon mal runter. Los. So, das war's schon. Okay, Leute. Wir melden uns dann gleich aus den Midlands, ne? Wisst ihr Bescheid. Ringehauen. So, Freunde, ich melde mich nochmal zurück bei euch. Na, alles noch fit bei dir? Jo. Ja, ist schön. Ja. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ist ja alles super. Sehr geil. Schön viel fahren, so wie es wollte. Ja, schön viel fahren haben wir auf jeden Fall diese Woche. Das stimmt. Leute, wir haben jetzt noch so knappe 5 Stunden bis zum ersten Kunden und können noch nach knapp eine halbe Stunde fahren. Das heißt, wir werden uns jetzt gleich auf den nächsten Service drauf platzieren. Feierabend machen und dann einmal ein bisschen schlafen. Ja. Und dann geht's halt morgen in aller Frühe wieder los, ne? Ich guck mal gerade, wir haben es jetzt 16.36 Uhr. Ja, ne? Also hat meine Uhr endlich umgestellt. Das ist schon mal viel wert. Und ja, das heißt, wir müssen auch so ziemlich in der Nacht wieder losfahren. Aber das ist nicht schlimm, aber das kriegen wir hin. Dafür habe ich euch heute hier schon mal hier die Midlands ein bisschen eingefangen. Und morgen tagsüber gibt es dann auch noch reichlich zu filmen. Vor allen Dingen der Sonnenaufgang. Ich glaube, der wird richtig gut. Wenn das Wetter so ist wie heute für morgen, dann wird der Sonnenaufgang eine echte Wucht. Der Sonnenuntergang war auf jeden Fall schon mal sehr schön, auch wenn er sich quasi mehr in unserem Rücken abgespielt hat. So, ich
würde aber sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir Feierabend machen. Okay? Rinjehauen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist 2 Uhr morgens auf dem Dienstag. Und wir machen jetzt erstmal Abfahrtkontrolle. So. Herrlich, oder? So. Neue Reifen, ne? Habe ich euch ja schon erzählt. Ach ja. Und da vorne stehen auch Martin und Nika. Die beiden. Das ist auch schön, ne? Auf so einem Parkplatz hier auch immer gucken, wie viel Platz man nach hinten hat, damit wir gleich, bevor wir rausfahren können nach vorne, erstmal noch ein Stück zurücksetzen können. Plombe ist auch noch ganz. Ach, herrlich. So, Monkey, das. Okay, Leute. So. Rundgang haben wir fertig. Und dann können wir in wenigen Minuten auch schon losfahren, ne? Wisst ihr Bescheid? Bis gleich. Ach, herrlich. So, Daniel ist noch gerade drin auf Toilette. Und was fällt euch auf? Es ist ziemlich dunkel hier drinnen, ne? Deswegen öffnen wir einmal die App hier, damit wir Licht machen können. Das ist herrlich, ne? Guck mal hier. Man kann natürlich auch sagen, okay, wir nehmen andere Farben, wenn wir das wollten. Ne? Aber ich bin ja da eher so hier der Green-Typ. Nein. Ja. So. Ach, Leute. Ja, also ihr merkt, ich habe schon wieder gute Laune. Das ist auch mal ganz gut so. Wir haben noch zu fahren. 401 Kilometer. Wir werden circa um 7:30 da ankommen beim ersten. Und das ist auch gut so. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Ordnung, weil hier, das sieht ein bisschen zu wild für mich aus. Und dann geht es dann auch gleich schon wieder auf die Bahn. Also, bis gleich. Aber jetzt warte mal, müssen wir erstmal hier. Der Daniel. Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen. Gott verdammt, ist das ein guten Morgen oder nicht? Das ist ein guten Morgen. Ja. Ist es nicht wunderbar, Jungs? Ja, schön trocken. Ja. Hast du Lust? Ich hab Bock. Ja. Denn wir werden jetzt in den Sonnenaufgang reiten. Also bis gleich. Genau, brauchst du gerade zurück, ne? So, Leute, der Daniel fährt jetzt mal ein Stück zurück. Hat noch reichlich Platz. Jo, und jetzt kannst du halt ganz seicht nach links vorziehen. Ich erkläre es euch auch, und zwar seht ihr, wir haben hier zu den LKWs, die rechts neben uns stehen, nicht das meiste am Platz. Genau. Hat sogar schon ein bisschen mehr. Gut.
Und das Gute ist halt, so ein Auflieger läuft dem LKW einfach nach. Wenn du mit der Zugmaschine durchgekommen bist, kommt der Auflieger auch durch. Es sei denn, dass dein Knickwinkel sehr stark war, dann bedeutet das nicht automatisch, dass er mitkommt. Jetzt kannst du gleich nach rechts weg, falls das denn geht. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir da. Schwierig. Ja, dann fahr hier über die Tankstelle, das ist scheißegal. Kannst du genau, kannst an der Seite von der Tankstelle ja auch vorbei. Das geht ja auch. So Leute, wir fahren jetzt wieder auf die M6. Richtung Glasgow. Vorbei an der Heimat von Celtic und den Cowboys. Nee, Rangers. Rangers, nicht Cowboys. Ah, herrlich. So, von rechts kommt noch ein Kollege, der hat aber Warte. Der muss warten, du kannst fahren. Genau. Und dann noch ganz los. Ja. Und jetzt auf sie mit Gebrüll! Oh, herrlich. Und jetzt, ab jetzt quasi, ist das schottische Phänomen, du hast eine schön ausgebaute Autobahn und die gehört dir quasi alleine. Das ist, dieses Phänomen hast du hauptsächlich in Europa, in Schottland, in Schweden, oberhalb von Stockholm und in Norwegen, oberhalb von Oslo. Und in Finnland natürlich auch. Da fährst du dann mal so eine Autobahn und wirst ja so gut wie gar nichts auf deiner Autobahnseite sehen. Da kommt dir mal einer entgegen und das war's. So, jetzt überholt uns hier noch der Kollege mit seinem. Und da muss ich ehrlich sagen, ich mag das Auto normalerweise überhaupt nicht, diesen Renault T. Aber die Briten kriegen es auch hin, so ein Auto ordentlich mit Farbe zu verpassen, damit auch das noch am Ende gut aussieht. Das muss man echt sagen. So Leute, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen durch die Nacht, reiten durch die Dunkelheit. Und ich melde mich dann gleich bei Sonnenaufgang bei euch wieder. Ne? Also rinjahauen. Übrigens, ja, meine Laune ist wieder widerlich geil. Das ist einfach bei mir so, wenn ich morgens aufstehe. Und wenn es nachts um 1 oder um 2 ist, ich habe halt trotzdem gute Laune. Vor allen Dingen, weil ich halt weiß, was uns heute erwartet. Also bis auf das Abladen wird das ja wirklich ein wunderherrlicher Tag. Das kann ich so schon mal sagen. Also, rinjahauen! Moin Leute! So, wir haben es geschafft. Erster Kunde ist erreicht und ich möchte euch schon mal was zeigen. Das ist geräumter Boden. Das ist Schnee. Ja, das hat ein bisschen geschneit hier. Und mache jetzt gerade einen Scanner klar. Tor ist noch zu, wo wir gleich reinfahren werden. Und dann geht's los mit Abladen. Ja, ich habe richtig Lust. Ihr merkt das schon. Ja, ihr merkt das schon. Aber naja. Kann ja nicht alles haben im Leben, ne? Dementsprechend melde ich mich gleich wieder. Ich denke mal vom Auflieger. Ein bisschen was werde ich nämlich filmen beim Abladen. Jetzt gucke ich erstmal hier rein in den Scanner. Boah, 43 Kommissionen. Für den ersten Kunden. Ich hatte letzte Woche 22 Kommissionen auf dem ganzen Trailer. So viele Kleinteile, ein Teil, zwei Teile, drei Teile, zwei Teile, zwei Teile. Oh, Alter, Satansziege. Das wird mir Scanner auch anders als andere. Es wird vor allem viel mit Suchen zu tun haben. Ja. Also wir fangen an mit einer 3,9 Kubik Küche, dann haben wir eine 8,3, eine 6,0, eine 5,3, eine 4,6, eine 1,5 und dann eine 1. Das könnte aber genauso gut Dingens sein. Dann haben wir Küche 39, wird nochmal eine kleine Küche sein mit 1,29, dann 5,1, 5,4, 6,5. Ja. Oh. Naja, lasst euch überraschen. Bis nachher. Leute, so,
Wir sind jetzt gerade fertig geworden hier mit unserem ersten Kunden. Ich habe beim Abladen nicht gefilmt, denn unser Daniel, der muss ja lernen, wie das geht, und deswegen habe ich mir dafür mal Zeit genommen. Am heutigen Tage fahren wir nach Wick. Auch das klingt doof. Naja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Wick. Wir fahren jetzt 309 Kilometer. Ich mache euch gleich von unterwegs einmal an, aber hier, dass ihr mal den schönen Hof wieder sehen könnt. Ich mag diese Firma ja total, das Abladen, das geht hier immer so chillig. Genauso wie ich das mag. Gut, wir fahren raus und dann melde ich mich gleich nochmal wieder. Dann könnt ihr euch hier erstmal so ein bisschen Winter Wonderland angucken, ihr wisst, was ich meine. Also, bis gleich. So Leute, ich habe ja versprochen, dass ich euch nochmal mitnehme. So ein bisschen hier durchs schottische Winterland. Winter Wonder Dingens, ihr wisst Bescheid. So, laut unserem Kunden soll der Schnee aber nur hier im Aberdeenshire sein. Also schauen wir mal ab, wie es oben in Inverness ausschaut und wie es in Wick selber ausschaut. Aber momentan kann ich mir schlecht vorstellen, dass gleich irgendwo schlagartig eine Schneegrenze ist, wo dann kein Schnee mehr ist. Weil wir fahren ja jetzt auch ein bisschen noch bergan, ne? So. Ja, alles so ein bisschen eingeschneit, ne? Winterdienst hat aber mittlerweile hier so ein bisschen seine Arbeit gemacht. Und wir haben auch noch 18 Kubikmeter auf der Antriebsachse stehen. Das kommt uns gerade auch sehr entgegen, weil das Fahrzeug so schön zu handeln ist. Trailerachse hat quasi gar kein Gewicht. Und ja, so läuft das eigentlich ganz gut. Es sind noch zu fahren 292 Kilometer bis zum zweiten Kunden. Das hat man auch nicht so ganz so häufig, ne? 300 Kilometer zwischen Kunden, das macht schon Spaß. Das sind also so knappe 5,5-6 Stunden Fahrzeit. Vor allem unter diesen Bedingungen. Denn ihr seht es ja selber, das sind alles Landstraßen. Hier oben gibt es halt keine richtige Autobahn mehr. So wie man das vielleicht, keine Ahnung, in Norddeutschland noch kennt. Sieht hier ein bisschen anders aus. Ja, der Assistent für die Spurhaltegeschichte, der meckert natürlich jetzt ab und zu. Unsere Spur ist nämlich ein bisschen kleiner geworden durch den Schnee. Aber da wird er wohl mit leben müssen, wenn er jetzt zwischendurch mal ein bisschen brumm, brumm, brumm kommt, ne? So, und Daniel, was sagst du denn so zum ersten Tag? Ja, anstrengend, aber läuft. Ja. Und kalt. Ja. Ja, heute Morgen waren es minus 3. Jetzt haben wir noch 0 Grad. Im LKW natürlich angenehm 21,5. Ne? Jetzt können wir uns mal wieder ein bisschen aufwärmen. Pöterheizung ist auch am Wirken, sodass der untere Rückenbereich mal ein bisschen angewärmt wird, denn der macht mir momentan ein bisschen Schwierigkeiten. Der schmerzt ab und zu mal ein bisschen. Aber das hat nichts mit dem Abladen zu tun. Das habe ich jetzt auch in den 5 Wochen, wie ich zu Hause war. Ich glaube einfach, dass ich mir mal eine andere Matratze für zu Hause besorgen muss. Denn wenn ich zu Hause penne, dann wache ich mit Rückenschmerzen auf. Das passiert mir im Jugenddarf nicht. Wisst ihr Bescheid? Ne? Oh, ist das herrlich, ey. Das lässt sich gut angucken, oder Daniel? Ja, schöne Schneelandschaft. Ja. Vor allem kannst du nachher auch mal ein bisschen was von den Highlands sehen, Mensch. Stimmt. Naja, Leute. Wir werden uns nachher irgendwo mal einen schönen Parkplatz suchen und dann werde ich mal die Drohne fliegen lassen, weil unter diesen Bedingungen gibt das, glaube ich, wunderschöne Bilder und die möchte ich auch einfangen. Also sage ich jetzt erstmal bis später. Ihr werdet auf jeden Fall noch eine Menge zu sehen bekommen. Seid euch gewiss. So wird es sein. Also ringehauen. Da oben auf dem Berg liegt auch Schnee ohne Ende. Tja, schauen wir mal. Ah ja, bis später.
So, Freunde, jetzt bin ich hier mal extra stehen geblieben, weil die Briten verstehen es einfach, Parkplätze genau in die richtige Position zu machen. Ist das nicht geil? Rechts Wasser, links Wasser, Mitte Straße. Was sagen Sie dazu? Das ist top. Ja. Die wissen, was sie machen. Das ist genial. Ich wollte eigentlich erst die Drohne nehmen, aber jetzt, ihr seht es ja vielleicht, Schneefall hat eingesetzt. Das heißt, Drohnenfliegen ist nicht. Und ich habe jetzt auch wenig Lust, bei dem Wetter gerade rauszugehen, um von draußen noch irgendwie Aufnahmen zu machen. Zumal ich dann wahrscheinlich ganz schnell Wasser auf der Linse habe und dann bringt euch das auch gar nichts. Trotzdem wollten wir euch das mal nicht vorenthalten. Es zieht sich gerade zu. Vorhin konnte man das Ufer auf der anderen Seite noch sehen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Was hast du denn da Schönes am Start? Schokokekse. Ob er davon wirklich was abbekommt? Wir werden sehen. Naja, Leute, wir fahren jetzt mal wieder los eine Runde hier, ne? Komm, nehmen wir euch mal mit hier auf eine wundersame Reise. Oh, ist das... Das ist herrlich, oder? Ja, wir sind immer noch, wie ihr schon sehen könnt, im Schneefall unterwegs. Das wird wohl auch uns noch eine ganze Weile begleiten heute. Aber hey, hat trotzdem seine Reize. Muss man ja mal so sagen. Ach, schön. Ich glaube, wir machen das nachher mal so, dass ich einfach mal dem Daniel die Kamera in die Hand drücke und dann soll der mal euch ein bisschen was erzählen. Ihr wisst ja noch gar nicht, wer der Daniel ist. Und was der überhaupt hier macht? Rumsitzen. Er sagte gerade rumsitzen, aber so leise, dass ihr das nicht gehört habt. Naja. Gut, Leute. Ist das nicht schön, ey? Guckt euch das an. Wir sind vorhin schon über eine schöne Brücke gefahren mit deutlich mehr Höhenunterschied zum Wasser. Aber sowas finde ich ja persönlich immer sehr schick hier. Und 600 Meter kommt schon in der nächste Kreisverkehr. Es sind noch 145 Kilometer bis zu unserem Kunden Numero 2. Und naja, ich werde zwischendurch nachher nochmal die Kamera anmachen. Wie gesagt, draußen ist gerade ein bisschen suboptimal, wettermäßig fürs Filmen. Aber naja, ihr werdet ja sehen, da kommt noch was. Also, rin hier hauen. Ich verstehe die Frage nicht. Dann nehmen die ein. Danke. Schade, dass auf der Seite kein Parkplatz war, ne? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Leute. Boah. Ja. Mittwochmorgen ist es mittlerweile. Man mag es kaum glauben. Aber, naja, für uns geht es heute weiter. 70 Kilometer oder so bis zum zweiten und damit auch letzten Kunden. In Wick. Heute Nacht Schneesturm gehabt. Also Schnee, es war sehr windig, es hat auch ein bisschen geschneit, sagen wir es mal so. Also angesagt war Schneesturm. Von den Wetter-Apps, aber es ist nicht so schlimm gewesen, wie es angekündigt war. Es hat ein bisschen Schneeverwehung gegeben, vor allem hier auf dem Parkplatz, aber rauskommen werden wir ganz locker. Ich vermute auch, dass heute Nacht ein Streuwagen hier drüber gefahren ist und schon mal ein bisschen was weggeschoben hat und so, aber das könnte ich euch gleich zeigen. Ich bin auf jeden Fall richtig ausgeschlafen. Der Daniel kommt gleich auch wieder rein. Oh.
erstmal muss man hier mal die Gardine richtig machen, ne? Muss ja alles seine Richtigkeit haben. So. Da kommt er schon wieder rein. Daniel, wie sieht's aus? Ist kalt draußen? Ist kalt draußen. Ist kalt, ja? Ja. Könnte man meinen, oder? Könnte man meinen. Ja. Sind aber nur minus 3 Grad. Aber trockene Kälte geht. Ja. Ja, Leute, minus 3 Grad. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie es draußen aussieht. Ich nehme noch die Taschenlampe. Und dann machen wir mal an. Da seht ihr, Snow is everywhere. Das ist doch schön, oder? Ja. Ich werde uns jetzt mal schnell anmelden. Das machen wir mal gemeinsam. Und zwar geht das jetzt hier los. Ihr seht, wir haben 14 Stunden 29 Pause drauf. Jetzt gehen wir erstmal auf Arbeitszeit für beide. Und dann auf OK. Eingabe Fahrer 1. Beginn Land UK. Und für den Daniel mache ich das natürlich auch. Fahrer 2. Beginn Land UK. Da kann er nicht in der Pause stehen bleiben, während ich hier anfange zu ackern. Das sehe ich auch nicht ein, oder? Ja, das funktioniert nicht. Wenn ich hier schwer ackern muss, dann kann der Daniel ja nicht. Nee, der kann ja nicht hier unser Faultier ersetzen. Hör mal. Klaus Bärbel, wo bist du eigentlich? Ach, da hinten Schilder. Wisst ihr Bescheid? So, also wir machen uns gleich auf den Weg. Und ich werde euch natürlich noch auf dem Laufenden halten. Ja. Wie hast du denn geschlafen, Daniel? Gut. Anschein brauchst du ihn noch nicht. Sind gerade erst angemeldet. Ja. Gut hat er geschlafen, sagt er. Alles klar. Dann sage ich jetzt aber erstmal bis später. Na? Ich melde mich gleich von der Straße wieder. Draußen ist halt noch dunkel. Aber man sieht schon, dass der Sonnenaufgang da über dem Meer losgeht. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Seht ihr da hinten? Das ist ein bisschen Funzeln über dem Meer, weil wir stehen direkt am Meer. Können wir euch nicht viel von zeigen, noch zu dunkel. Alles klar, bis später. Ja, Freunde, ich habe euch ja mal gesagt, irgendwann zeigen wir euch mal die schottischen Highlands. Ich weiß nicht, ob ihr das kontrastmäßig mitbekommt, aber wir sind schon ziemlich in den Bergen. Wie auch vielleicht diese Straßenführung hier ein bisschen vermuten lässt. Wir fahren direkt an der Küste lang. Satan, ist das schön hier. Guckt euch das an. Sonnenaufgang. Herrlich. Ah, da kann man gar nichts gegen sagen. Und Daniel, bereust du schon, bei uns angefangen zu haben? Überhaupt nicht. Ja, erlebste Sache, da bezahlen andere Leute viel, viel Geld für, um das im Urlaub zu erleben. Das ist so. Bei uns kriegst du sowas regelmäßig mal einfach so um die Ohren geschallert. Dann kriegst du sogar noch Geld dafür. Ja. Ja, klar, Leute, ich weiß, jetzt werden einige da vor dem Bildschirm sitzen und werden sagen, ja, aber wenn ich Urlaub habe, dann kann ich auch was unternehmen. Das stimmt. Aber ihr wisst ja, ich bin einen dicken, faulen Mann und mir reicht das hier auch schon. Man kann ja auch mal mit weniger zufrieden sein. Nee, Spaß beiseite. Ich finde das hier echt genial. Die Wetterbedingungen sind natürlich wirklich nicht die besten. Jetzt hat er nochmal Schneefall eingesetzt. Ich würde auch sagen, wir sind locker mal 200, 300 Meter über Meeresspiegel aktuell. Ja. Da wisst ihr Bescheid. Ja? Ja, wenn nachher Tageslicht ist, dann mache ich die Kamera natürlich nochmal an. Aber ich wollte euch das gerade schon mal so ein bisschen zeigen. Oh, hier, guck mal, hier bleibt der Schnee direkt auf der Straße liegen. Jo. Hier ist aber Schnee bedeutend mehr. Ja. Das heißt, das ist nicht. Genau, also ich verzögere auch gerade ganz leicht. Das werdet ihr in der Kamera nicht wahrnehmen. Außer, dass hinten das rote Leuchten ein bisschen mehr wird.
Naja, so Leute, wir hören uns später wieder. Na, bis denn, bis gleich, wenn ihr hauen. So Leute, wir haben unseren Kunden erreicht. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr meine Schuhe nicht. Ist schon ein Stück geil, oder? Oh, herrlich. Gott verdammt, junge Mann. So. So Leute, wir werden jetzt hier gleich in den Laden und das wird glaube ich noch lustig, aber ihr werdet es ja sehen. Bis gleich. Guckt euch das an, Leute. Das ist da oben. Genau. Guten Morgen. Herrlich. Hier, guck mal, da fährt er mit uns mit dem DAF mit und was trägt er für Klamotten? Dafür haben wir heute eine gute Entladung. Wir dürfen hier direkt in diese Cages reinpacken. Die sind sogar stabil. Sehr gut. So, alles klar, wir fangen jetzt erstmal an und dann mache ich gleich die Kamera für euch nochmal an. Ne? Jede Küche auf eine einzelne Kiste. Oh, das kriegen wir hin. Bis gleich. Und Daniel, wie ist das, wenn man hier so ein bisschen selbstständig schon direkt in der ersten Woche arbeiten darf? Perfekt, anders lernt man es ja auch nicht. Der Junge gefällt mir. Perfekt indoktriniert von mir, oder? Ja, Leute, sind wir mal ehrlich. Komm, Leute, sind wir mal ehrlich. Hand aufs Herz. Warum darf der schon so viel selbstständig machen? Weil ich faul bin. Richtig. Nee, ganz im Ernst, das ist tatsächlich so, dass das meiste lernt man immer nur dann, wenn man es auch machen darf. Und wenn man auch nicht ständig dazwischen gefunkt bekommt oder reingefuscht bekommt, dann kann man es noch besser lernen. Weil der Mann ist ausgewachsen, der hat ein Gesicht, der ist ein Mund drin. Wenn er eine Frage hat, kann er fragen. Und wenn ich irgendwas sehe, was gar nicht passt, dann kann ich das ja auch von mir aus so sagen. Ah, übrigens ist noch exakt eine Küche drauf. Ne? Da kommt nämlich schon der neue Cage. So. Okay, danke. So. Valhalla. Valhalla?
So Leute, jetzt seht ihr ja, wie so ein Käfig aussieht und ich zeige euch mal, wie man so Käfig belegt. Das muss der Daniel diese Woche nämlich noch nicht machen, weil es mir erstmal wichtiger ist, dass er den Umgang mit dem Möbel beim Kommissionieren lernt. Machst du denn gleich erstmal einen Stapel Unterschränke fertig? Geht hier schon. Dann holen wir uns jetzt mal einen Stapel Unterschränke beim Daniel ab. So. Sakkos Karos ist fertig. Wir winkeln ein bisschen an, fahren runter und dann ziehen wir das Ding einfach mal zu uns. Und dann können wir einfach loslaufen. Und so eine Sackkarre, die fährt wunderbar von alleine, wie ihr das seht. Das ist eine Zauberkarre für faule Fahrer. Chocolate Biscuit. Okay. Ich bin da schon durchgesehen. Ja. Ich habe mal einen Fuß auf den Boden liegen. Hat der zu den Schränken gehört? Leute. Dann wollen wir mal. Eine was? Zeig mal, wie sie heißt. Das ist Kante, heißt das denn. Das ist aber der, den ich suche. Also Kante suchst du. Auftrag abgeschlossen. Ja, Leute. Guck mal, kamerascheu ist er nicht, ne? Da kommt er direkt in die Kamera hineingelaufen. Wunderbar. Wie ein bisschen schön. So, jetzt hole ich mir als nächstes erstmal den hohen, dann ich mir noch hoch hinaus. Ja, der Daniel, der hat sich noch nicht so ganz an meinen Humor gewöhnt. Lach doch. Ja, der ist noch nicht so häufig in Großbritannien gewesen.
Er sagt, er lacht doch. Also manchmal glaube ich, das ist eher so ein verlegenes, ich mach mal lieber irgendwas, bevor er mich gleich tötet. Hallo. Unterstellung. Ist das? Ist das alles nur eine wahnsinnige Unterstellung? So, mein Güts, oh, was hast du denn noch für uns hier? Einfach Pöppchen nochmal. Nö, es sind ein paar süße Schränkenschnapper noch. Guckt euch das an. Das wäre ein bisschen schön. Wisst ihr Bescheid? Oh, die beiden Schränke da. Stangenpaket. Genau, Stangenpaket kann gleich mit drauf. Und dann kommen die Kissen in den Kasten rein. Fährst du quer, siehst du mehr. Warte kurz. Genau, den Sockel dann auf der Seite unten, die Seite hoch. Ja, Leute, so sieht ein leerer Auflieger aus. Und so sieht der neue aus, der da anscheinend Bock drauf hat. Tja, man mag es ja gar nicht glauben. War der dicke oben oder unten? Der dicke ist unten. Okay. Der dicke ist immer unten. Ich könnte meinen, der Junge hat das schon mal gemacht. Oder? Okay. So, dann genau, den Gurt kannst du mir schon mal geben. Okay, Leute. So, jetzt müssen wir erstmal rausfahren hier. So, Daniel hat jetzt gerade den Auflieger einmal auf Niveau gedrückt und schließt jetzt die Türen.
wunderbar, ne? So macht das Spaß. Und ich gebe schon mal hier im Navi Dover ein. Das wird über 1000 Kilometer sein. Dover und dann gehen wir mal Calais ein. Ja, Modder. Mit Special Effekt. Jo. So. Warte mal. Ich ziehe mir erstmal schnell die Jacke aus hier. Denn es wird sonst so schon warm. Standheizung war nämlich auch an. Aus gutem Grund, ne? Aber ich sagen muss jetzt mal, bei Schneefall kommt mir das gar nicht so kalt vor. Ist ja auch nur 0 Grad, glaube ich. Was soll man? So. Und erstmal das Wichtigste überhaupt, wenn so ein Trailer leer ist, ne? Ghetto-Faust! Damn! Gut. Und wir werden jetzt einmal vorsichtig. Ich glaube, man kann um das Gebäude rumfahren, so wie das aussah. Ja, auch LKW-Spuren aus dem ja. Ersten hier reingefahren. Jetzt werden wir erstmal hier rausfahren. Ja, Leute, ich weiß, das sieht sehr eng aus. Ist es auch. Aber ihr seht ja da vorne, ich habe da nicht viel Spielraum. Ne? Jetzt bestätigen wir erstmal hier unser Navi-Ziel. Da steht noch so ein Kackmülleimer. Der steht da richtig scheiße. Oh, da hat sich der Mülleimer mal einmal ein bisschen bewegt, hör mal. Ne? Oh Mann. So. Also, wir haben 1178 Kilometer bis zum Hafen. Und das bei folgenden Bedingungen. Es gibt also durchaus schönere Situationen im Leben. Ich werde zwischendurch auch mal dem Daniel nachher noch die Kamera in der Hand drücken, damit er noch mal ein bisschen filmt hier von der schönen Landschaft und ich mich aufs Autofahren konzentrieren kann. Da scheint die Ladesäule ausgefallen zu sein, die am Stromaggregat daneben stehen bei dem Tesla. Kein Witz. Wie süß. Tja, Leute, das ist Nordschottland. Und so schön das jetzt auch gerade für euch vor allen Dingen anzusehen ist, glaubt mir, es gibt für LKW-Fahrer schönere Situationen als jene hier. So, und jetzt haben wir. Ich habe halt keinen Platz, ne? Ich muss ihn nehmen, wie es kommt. Und der läuft gut dran vorbei. Perfekt. Ja. Na, selbst die Schotten sind ein bisschen überrascht davon, was hier gerade runterkommt in den letzten zwei Tagen. Man sollte meinen, die Schotten wüssten so ein bisschen mit Schnee umzugehen, aber so häufig hohe Mengen haben die nun mal auch nicht. Ne?
natürlich, Junge, ist das glatt hier. Aber das macht so ein Duff mit links. Wir verbreitern jetzt auch mal ein bisschen die Fahrspur gerade mit dem Auflieger. Freuen sich die Nächsten, die dann kommen. Scharf haben können. Ja. Da müssen sie abkönnen. Ich muss mir gleich auch mal die Strecke noch mal angucken. Oh ja. Da bin ich natürlich schon raus. Grün haben wir, oder so. So. Trotzdem, Lucky, rechts ist frei, ne? Rechts ist frei. Perfekt. Wir müssen nämlich nach links weg. Also wir könnten jetzt theoretisch auch hier noch zu John O'Groats fahren. Das ist quasi der nördlichste Punkt vom schottischen Festland. Aber glaubt mir, Leute, das mache ich definitiv nicht. Man kommt da nur solo hin und nein, nicht bei dem Wetter. Bei dem Wetter kommt man da wahrscheinlich nicht mal solo hin. Aber es sieht aus, als ob hier schon deutlich mehr Salz drauf gekommen wäre. Aber guck mal, wie matschig das ist. Beim Morgen war ja nur eine Schneeschicht. Ja. Da ist minus 1 Grad. Naja. Aber wir zeigen euch hier noch ein bisschen was von Wick. Was an sich echt eine schöne Stadt ist, muss man wirklich sagen. Müssen euch nachher auch unbedingt mal den LKW von außen zeigen, weil der hat immer unbedingt ein Sonderdekor, also eine Sonderlackierung. So, ich habe jetzt auch schon 2 Stunden Lenkzeit weg. Das heißt, ich fahre jetzt meine 4,5er gleich noch aus. Dann werden wir tauschen, dass der Daniel dann weiterfahren kann. Ich hoffe, dass wir dann auch schon aus dem Gröbsten raus sind. Ne? Dass wir dann noch mal ein bisschen Kilometer schaffen, oder? Das sollten wir denn, schaffen. Denn heute Morgen auf dem Parkplatz, wo wir gestanden haben, bis hierhin, das waren 77 Kilometer. Ja, und das hat mich halt fast 2 Stunden gekostet. Das ist ziemlich viel Fahrzeit für 77 Kilometer. Ey, da wird gerodelt, ich möchte auch mitmachen. Die rodeln da voll den Hügel runter, geil. So muss das sein, Kinder im Winter. Ah, guck mal, das muss da vorbei. Wunderbar, werter Herr Makielski. Ist echt eine schöne Stadt, ne? An sich nicht verkehrt, aber kann ja doch ganz schnell eng werden. Nee, das geht noch. Eberding gibt es ein paar enge Stellen. Das hier, das geht alles noch. Oder Peter Heath, der Kunde. Der ist auch krass. Ach übrigens, Leute, was ich euch noch zeigen wollte. Einmal hier, Fluss, ne? Alles gut, wir sind gerade über so eine Steinbridge. Und das hier ist ein Kreisverkehr. Ey, das ist sogar wirklich ein Kreisverkehr. Ja. Das heute als, ich da, nicht gesehen. Als ich da geradeaus drüber geballert bin, habe ich das heute Morgen gar nicht gesehen. Da war das komplett weiß. Da hast du aber auch kein Dumm-Dumm-Dumm oder so gehört. Ne, gar nichts. Der war so ein Stück fehl aus dem Boden. Ja, vielleicht, maximal. Das ist wie ein Kieselstein, der auf Straße liegt. Oh Mann, ey. Na, ihr merkt es schon, wir haben Spaß, wir kommen gut miteinander aus. Das ist ja auch erstmal so das Wichtigste. Und ein bisschen Scheiße labern, ne? Dann gehört einfach auch mal dazu. Ey, du hast deine Klappe offen. Reiß doch nicht die Klappe so weit auf. Aber hier, guck mal, auch voll am Rosten das Ding, ne? Eieieiei. Und die Jungs, ne? Respekt erstmal dafür, dass ihr hier für alle Leute Schnee mitten auf die Straße schiebt. Nein, aber für euren Einsatz. Danke. Und die Jungs sind so
knallhart am Gas, ne, wenn die unterwegs sind. Das ist der Hammer. Da sind uns ein paar entgegengekommen. Da hast du gedacht, dem reißt jetzt das Räumschild weg und fliegt uns direkt durchs Fahrerhaus durch und bleibt irgendwo auf dem Auflieger auf zum Stehen. Dann kommt das dann. Alter. Ne? Ja. Schmerzbefreit hoch 10. Aber sowas von. Ah, herrlich. Seitenstraßen immer noch nicht räumen, ne? Nee, aber ist ja. Ist jetzt auch egal, wir fahren ja keine Seitenstraße zum Glück. Guck, da, also da liegt noch überall gut der Schnee drin, ne? Das wird auch ein bisschen dauern. Ich denke mal, dass die Räumdienste locker bis morgen brauchen werden, bevor hier alle Straßen wirklich frei sind. Ja, und das ist auch völlig normal. Mit denen was? Das hat ja immer noch nicht mal aufgehört zu schneien. Ja, vor allem, ihr müsst ja nur auf die Mauern drauf gucken. Da seht ihr, wie viel Schnee hier runtergekommen ist. Das ist nicht wenig, ne? Und es schneit noch. Boah, ja, ja, kommt aber mit seinem dicken Glas angeballert, ey. Satan, ziehe. Damn, Bro. Weil wenn der bremst, da blockieren auch nur die Räder in der Rutschelfe auch nur weiter, ne? So knallig. Das ist kein Winterprofil, das wissen die auch nicht. Alter Vater. Oh, eine Runde Fußball spielen? Im Wick Stadium? Ey, die haben sogar eine Tribüne, die überdacht ist. Satan. Ja, okay, bevor ich jetzt noch einen Haufen Scheiße von mir gebe, Leute. Wie gesagt, wir werden nachher noch Bilder einfangen von unterwegs. Haben noch eine ganze Weile zu fahren, nachts um 3. Irgendwann werden wir im Dingens ankommen. Wenn wir denn durchfahren würden, würden wir nachts um 3 in Dover ankommen. Dann wisst ihr schon mal Bescheid, ne? So, ich verabschiede mich jetzt erstmal, verabscheue mich und... ja, das ist der örtliche Friedhof. Alles klar, bis dann. Tschö.
Leute, 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 so. Ich melde mich jetzt mal wieder auf der Hauptkamera zurück. Es ist nämlich folgendermaßen. Wir sind hier gerade einmal stehen geblieben, beziehungsweise ja, ich bin stehen geblieben, weil ich Aufnahmen machen wollte mit der Drohne. Ich habe aber leider nur 3 Quickshots machen können, weil der Wind ist echt brutal. Muss man leider so sagen. Also das ist absolut Kotzgrenze von dem, was die Drohne noch an sicheren Bildern liefern kann. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, ich mache jetzt diese Kamera an, weil landschaftlich nimmt die halt am meisten auf. Denn, ja, welcome to the Highlands. Wir sind diese Straße noch nie gefahren, das ist die A9, die vom Nordschottland nach Perth führt. Und was soll ich sagen, also mir gefällt sie sehr. Was sagst du denn dazu, Daniel? Das ist super, die Straße, kannst du gut fahren, wenn sie geräumt ist. Ja, das mit dem Räumen, das... Murphy's Law, ne? Ja, da hatten wir wieder eine Schneewehe. Also, Leute, was soll ich sagen? Es ist natürlich einfach so, dass aktuell hier total Winter ist. So wie in vielen anderen Teilen der Welt auch. Und tja, das macht auch atemberaubende Bilder, muss man ganz klar so sagen. Also das ist eine wunderschöne, geile Straße, die von Inverness runterführt Richtung Perth. Also unglaublich, wirklich. Das ist genau so das Ding, wofür man eigentlich Fernfahrer wird. An Orte zu kommen und Eindrücke zu genießen, für die andere Leute viel Geld in die Hand nehmen müssen, um sich das dann am Ende dann auch gönnen zu können. Und ihr habt den unschlagbaren Vorteil, ihr kriegt das kostenlos geboten. Ja. Das ist doch schon mal viel wert, oder? Oh, da war nochmal eine Salzlake drin. Was kann ich denn sonst so zu der Tour ansonsten sagen? Diese Woche ist gut gelaufen. Der Dani macht einen guten Eindruck. Arbeiten funktioniert. Gut, klar kommen wir miteinander auch. Und das dann alles noch mit so einer schönen Tour gekrönt, ist halt schon geil. Kann man einfach mal so sagen. Und vor allen Dingen, man muss jetzt mal überlegen, wir haben jetzt noch 912 Kilometer bis in den Hafen. Daniel guckt gerade nach links rüber zu mir und macht große Augen. Ja, nur bis zum Hafen noch 912 Kilometer. Dann haben wir nochmal so 560 oder was bis nach Hause. Ne? Und dazwischen ja noch Fähre, Zug, wobei wir definitiv die Fähre nehmen wollen. Denn wir haben keinen Zeitstress. Das heißt, klar, ich werde ihm bestimmt, wenn wir nächste Woche nochmal nach Großbritannien kommen, werde ich ihm auf jeden Fall auch den Zug zeigen. Und die Abläufe da, damit er das dann alles mal zu Gesicht bekommt. Aber wichtig ist auch, dass er den Hafen in Dover und das ganze Prozedere einmal zu Gesicht bekommt. Und dass wir uns beide dann jeweils nochmal ein Mittagessen für lau in den Kopf hauen können. Ja, ihr habt mich erwischt. Wieder das liebe Essen. ihr merkt es, ich habe gute Laune. Ich könnte schottische Schafe zu Tode streicheln. Und wenn man so in die Hügel guckt, habe ich das wahrscheinlich sogar gemacht. Denn ich sehe keine Schafe. Naja. Also nochmal, für alle, die ihren Trip planen oder die vorhaben, irgendwann mal nach Großbritannien zu kommen. Ich würde aktuell sagen, dass Teile der M6, M76 und hier gerade die A9, das müsst ihr euch mal geben. Es gibt hier ohne Ende Parkplätze und Laybys, auf denen ihr zwischendurch einfach auch mal stehen bleiben könnt, um euch das mal so ein bisschen zu gönnen, ne? Weil ich glaube einfach, dass wenn du hier im Sommer bist, ist das atemberaubend schön. Es ist jetzt im Winter schon atemberaubend schön. Wir haben das Glück, dass es nicht einfach nur grau-braun, Winterkacke, Dreck und dunkel, sondern wir haben ja wirklich das Glück, dass wir im schönsten Schneetreiben hier nach Nordschottland fahren durften. Guckt euch das an, was da oben die Sonne mit den Bergen macht. Das ist einfach genial. Ich stehe da voll drauf.
Ja. Das ist einfach der geilste Job der Welt. Punkt. Für jemanden, der drauf steht, ist das der geilste Job der Welt. Ja, der Daniel, der kennt Fernfahren schon so ein bisschen, aber hauptsächlich so aus dem deutschen und Benelux-Bereich. Und so richtig geil Fernverkehr für ihn steht er jetzt natürlich auch an, ne? Aber ich denke mal, für den Einstieg war das schon mehr als geil. Das ist so. Temperaturen aktuell minus 5 Grad, aber auch nur, weil die Sonne noch da ist. Denn ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Temperaturen heute Nacht noch wieder rapide absinken werden. Das interessiert uns natürlich nur so semi, denn wir werden fahren. Da ist gerade ein Jet über uns weggegangen. Jo. Zwei Stück. Eurofighter, um genau zu sein. Typhoon Eurofighter, einen sehe ich. Zwei, da ist der zweite. Das ist der lauteste, der ist so nah an uns vorbei. Geil. Sehr, sehr geil. Oh, jetzt zieht er nochmal eine Kurve. Ihr werdet das wahrscheinlich nicht sehen. Das kriegen diese Kameras einfach nicht hin. Aber die ziehen jetzt eine Linkskurve nochmal über die Autobahn drüber. Das ist wirklich geil. Und dann vorne gehen sie direkt wieder steil in eine Rechtskurve. Wir machen Geschwindigkeitskontrolle. Egal, was sie machen, sie machen es richtig. Ja, geilste Job der Welt. Ich denke, die Jungs werden sagen, denke nicht, dass du recht hast. Ja, wahrscheinlich haben die aktuell den geilsten Job der Welt. Ich glaube, Jetpilot ist schon brutal geil. Schön. Auch wenn man Jetpilot natürlich nur beim Militär sein kann. Aber alter Falter. Das war schon was. Ja, ruckzuck sind die weg, ne? Die hatten mit Sicherheit ihre. Ja, aber im Flug sagt man es immer mit Knoten, aber ich würde mal schätzen, dass die locker 600-700 km/h drauf hatten. Locker. Das heißt, da wo die hinwollen, wo wir, ja, ich sag mal so knappe 11, 12 Stunden Fahrt noch brauchen werden, das schaffen die Jungs in einer halben Stunde, Stunde. Wenn sie Nachbrenner zünden und der Sprit reicht. Herrlich. Ist ja noch nicht mehr zu sehen. Ich halte extra noch mal Ausschau, aber ja, es kann ja sein, dass die hier drüber herkurven oder was auch immer machen. Oh, das war schon cool. Ja, Geschwindigkeitskontrolle. Wenn es zu schnell ist, wird gestoppt. Daniel sagte gerade, Geschwindigkeitskontrollen machen die. Ich wiederhole das nur, was du gesagt hast, weil in dem Mikro wird das sonst nicht zurecht zu hören sein. Ah, geil. Es hat so ein bisschen was von Skandinavien auch hier oben jetzt gerade. Das kann man einmal festhalten. Wobei ich es noch ein Stück schöner finde. Gerade auch wegen dem Licht, ne? Mega geil. Ja, ich glaube, ich werde gleich auch nochmal die 360-Grad-Kamera nach draußen halten, wenn wir gleich tauschen, denn ich habe nur noch eine halbe Stunde Fahrzeit. Und dann tauschen wir einmal die Positionen durch und dann kann ich vom Beifahrersitz dann nochmal mit der 360-Grad-Kamera garantiert richtig ordentlich schöne Bilder einfangen für euch. Denn ich habe es euch ja gesagt, das ist schon ein ziemliches Highlight, diese Tour, und dementsprechend wünsche ich mir natürlich auch, dass dieses Video auch am Ende ein Highlight wird. Und wie gesagt, schreibt es euch bitte nochmal in eure To-Do-Liste. Die A9, die müsst ihr unbedingt mal fahren. Und ich meine nicht die in Deutschland. Na? Die muss man nämlich wirklich nicht erlebt haben. Aber hier die Strecke, Satanziege, das ist geil. So, ich lasse jetzt euch weiter zugucken. Wir untermalen das Ganze mit Musik. Und dann hören wir uns später wieder. Ne? Gut. Ringgehauen. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Oh,
time I'd be biting it well. But my house is on fire, there's no one left to tell. Just take what is given, the doors have been sealed. Just breathe in the poison and hope God is real. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. I'll pick you violet flowers if I get there faster than you. Cause it's mad, yeah it's mad. Oh, the whole world's mad. Cause it's mad, it's all mad. It's mad out there. Cause it's black, yeah it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water. Cause it's black, yeah it's black. Oh, the water's black. Cause it's black, it's all black. Black water, oh black water. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zurück. Mensch, habe ich euch gestern gar nicht mehr so viel erzählt, ne? Asche auf mein Haupt. Ja, gestern war ja nur noch Fahren angesagt. Und das haben wir auch gemacht. Und wir sind gekommen bis Watford Gap. Ich glaube, so heißt der Parkplatz hier. Genau. Und jetzt ja, mache ich hier wieder den Gardinenfalter und dann geht's gleich dann irgendwann los Richtung Hafen. Wir werden ja, ich habe das ja euch schon erklärt, wir werden auf jeden Fall heute mit der Fähre übersetzen. Alleine schon, um uns auch nochmal ein Essen abzufangen, ne? Ich denke mal, das ist ganz clever so. Aber vorher muss ich erstmal die Gardinen gefaltet werden. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein Verfechter von Gardinen gehören hinter die Scheibe und nicht in die Scheibe. Außer wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Traktreffen steht, dann sehe ich das ein bisschen anders. Da darf man halt schon so ein bisschen, geil, so ein bisschen prahlen mit dem, was man hat, ne? Egal. Herrlich. Also wir haben uns gleich noch so um die 200 irgendwas Kilometer bis runter in den Hafen. Und LKW ist dreckig. Das braucht man gar nicht zeigen. Es sieht aus, als wäre da in Stein gemeißelt. In Salzstein. Ja. Daniel ist auch schon wach. Der chillert gerade eine Runde vor sich hin. Und den lassen wir jetzt auch erstmal chillern. Den werden wir nicht überfallen. Obwohl. Nein, nein, das machen wir nicht. Nein, alles gut. Ich melde mich später bei euch wieder, ne? Bis nachher. So, Freunde, dann reiten wir mal wieder los, ne? Und so wie sich das gehört, hör mal. Daniel, wie war die Nacht? Super, angenehm, aber heute Morgen zu warm. Ja, Standheizung hat es heute Morgen echt ein bisschen gut gemeint. Obwohl auf 16 Grad eingestellt waren wir dann doch irgendwie wie so hart gekochte Eier haben wir da drin gelegen und haben uns gedacht so, ne, das reicht jetzt. Wir fahren jetzt raus auf der Autobahn, 257 Kilometer. Ja, die Wartelinie.
Und ich sehe jetzt schon, es wird Zeit für die Sonnenbrille. Ah, herrlich. Ja, wir können jetzt in einem Rutsch von hier aus ganz locker bis nach Hause fahren, haben genug Zeitreserven für alles Mögliche. Weil wichtig ist mir natürlich auch, dass wenn man dem Daniel hier schon so... Daniel, genau, sorry, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade zweifeln konnte. Also egal, wenn man schon mit dem Daniel unterwegs ist, dann muss man ihm natürlich auch ein bisschen kulturelles Angebot zeigen. Ne? Das heißt, wir werden ihm auf jeden Fall auch die BFT-Tankstelle, die ihr alle schon kennt, die werden wir dem Daniel auch noch ans Herz legen. Und dann einmal präsentieren, wie es da aussieht, wie er da hinkommt und wie günstig man sich da mal eine Portion zu essen abholen kann und einfach mal seine 45 Minuten Pause ganz relaxed machen kann. So. So, der mit dem DAF. Ich gehe jetzt extra vom Gas runter, denn da ist ein XF, der sich so ein bisschen quält bei dem Versuch, uns dann doch zu überholen. Jetzt bin ich runtergegangen auf 83, 84. In der Hoffnung, dass er mal langsam auch mal vorbeikommt. Betonung liegt bei ihm auf langsam. Ja. Eieiei. Und dahinter kommt schon der Nächste, der uns kassieren will. So, der Verkehr wird gleich natürlich ein bisschen dichter. Wir sind jetzt auf der M1. Wir werden von der M1 dann auf die M25 fahren. Von der M25 geht es dann entweder clockwise oder counterclockwise, aber ich denke mal, wir werden clockwise fahren, also im Uhrzeigersinn. Und dann werden wir dem Daniel nochmal die Queen Elizabeth Bridge zeigen, ne? Ja, und euch natürlich auch. Wir könnten auch counterclockwise fahren, aber das nimmt sich verkehrsmäßig gar nichts. Man kommt halt wirklich oben auf 12 Uhr auf die M25 und muss auf 6 Uhr die M25 verlassen. Und ob man jetzt mit oder gegen den Uhrzeigersinn, ja, das ist Krümelkacke. Das ist am Ende ist halt völlig egal. So, da steht er jetzt da mit seinem Talent und seinem Scania, ne? Ihr seht es ja selber, die Autobahn ist jetzt, hat einen Füllgrad erreicht, wo du den einen LKW durch ein bisschen langsameres Fahren das Überholen ermöglicht. Und der Nächste, der eigentlich auch langsamer ist, steht dann schon in den Startlöchern und fährt genauso schnell wie dieser, will auch noch an dir vorbei. Die müssen wir nachher alle, also wenn ich es drauf anlege, müssten wir die alle wieder zurück überholen. So. Habe ich da Bock drauf? Nee, habe ich nicht. Der vor uns fährt 88, da ziehen wir uns jetzt mal hinterher. Und dann ist das mir erstmal egal. Wenn es nachher frei ist, können wir immer noch überholen. Ja, okay Leute, ich sag mal bis später, ne? Bin hier hauen. Oder was sagen Sie dazu? Ja. Ja, ja, ja. Kannst auch Rin hier hauen sagen oder tschö mit Ö und Ciao mit V oder nimm mir die Kamera aus dem Gesicht. Tüdelü. Tüdelü geht auch. Tüdelü ist gut. Also nochmal, ich sag dann erstmal Rin hier hauen und was sagst du? Tüdelü. Es wird doch langsam, oder? Seht ihr, wir kriegen den noch warm, den jungen Mann. Alles klar, dann bis später. Freunde, ich melde mich noch einmal zurück bei euch, denn wir fahren jetzt gleich hoch auf die Queen Elizabeth Bridge. Herrlich, einmal hoch über die Themse drüber. Ich habe auch gerade schon erfahren, was für uns nächste Woche ansteht. Und das ist für euch leider keine ganz so gute Neuigkeit, weil das bedeutet, dass ich für euch aus der nächsten Woche kein Video machen werde. Denn wir fahren nächste Woche erstmal in Deutschland am Montag eine Tagestour für Stiegelmeier, Betten. Und ihr kennt mich, ich filme ja in Deutschland nicht. Aber dass ihr schon einmal Bescheid wisst, wir sind nächste Woche in Deutschland erstmal unterwegs, Stiegelmeier. Und ja, jetzt haben wir aber erstmal noch ein bisschen hier was zu tun. Ihr seht es jetzt selber, wir fahren jetzt gerade hoch und die Profis unter euch wissen das schon, dass wenn man von Nord nach Süd über die Themse fährt, da macht man das über die Queen Elizabeth Bridge, fährt man von Süd nach Nord, dann fährt man durch den Tunnel. Der Tunneleingang ist quasi jetzt rechts unterhalb. So, und da wird auch gerade schon wieder
sehr langsam gefahren. Aber von rechts kommt ein Auto, sonst würde ich jetzt noch mal einen rechts rüberziehen, ne? So, jetzt sind wir gleich am höchsten Punkt. Und ab da geht es dann bergab mit uns. Und zwar genau ab jetzt. Herrlich. Wir werden dann gleich abbiegen auf die A2M2 und dann direkt auf den Hafen von Dover zu halten. Oh, guck, der Brite neben uns, der nimmt jetzt auch erstmal ein bisschen Speed auf. Wenn er gleich weit genug weggezogen ist, dann werde ich mich hinter ihm einreihen, weil wir ja bald auch links abbiegen müssen. Das mache ich jetzt. Und dann bleiben wir in der Spur drin, denn diese Spur führt uns dann direkt auf die A2M2. Was ihr hier vorne auf der rechten Seite sehen könnt, falls die Sonne euch nicht zu sehr blendet, das sind diese Ausweichspuren vor dem Tunnel, denn Gefahrguttransporte werden ja gesondert durch die Tunnelröhren gejagt. Das heißt, dann wird dann im linken Tunnel wird dann gesperrt. Und dann dürfen die ganzen Gefahrgutfahrzeuge in Kolonne durchfahren. Na? Deswegen haben wir hier auch den großen Kontrollplatz und was weiß ich nicht alles davor. Das ist für Daniel, glaube ich, auch mal ganz interessant. Und das ist ja auch der Grund, warum man, wenn man durch den Tunnel fährt, mit einem LKW so wie unserem, wo kein Gefahrgut drauf ist, dann nimmt man meistens gleich die rechte Tunnelröhre, weil die eben nicht gesperrt wird für diesen Verkehr. Da seht ihr schon, da steht ein Schild oben drüber, Canterbury A2M2. Das heißt, wir bleiben jetzt einfach in der Spur drin. Ach ja, was kann ich denn erstmal so grob vorab abschließend sagen. Also erstmal, das war eine relativ entspannte Woche mit mega tollen Eindrücken aus Nordschottland. Von unserem Daniel habe ich einen guten Eindruck. Ich glaube, der passt richtig gut bei uns in die Butze rein. Und wie gesagt, nächste Woche fahren wir auf jeden Fall wieder als gemeinsam. Das war ja auch so abgesprochen, dass das jetzt erstmal mindestens 3-4 Wochen so geht. Damit Daniel genug Zeit hat, sich auf die verschiedenen Produkte und Kunden einzustellen. Oh, da war gerade ein Unfall. Ich wunderte mich schon, warum die vor uns gebremst haben. Die wollen auch einen Unfall bauen. Ja. Oder es staut auf der A2M2. Weil das nicht danach aussieht. Ja, wenn es auf der M25 kracht und da ein paar Spuren gesperrt werden, dann sorgt das echt schnell für lange Staus. Und ihr seht es ja selber, der Verkehr ist aktuell auch relativ dicht. Es ist jetzt 13.19 Uhr britische Zeit. Das heißt, auf dem Festland haben wir aktuell schon 14.19 Uhr. Aber das kann uns ja nicht groß schocken.
So, Reisegeschwindigkeit dicht an. 90 km/h sind erreicht. Und jetzt gehen wir gleich nochmal einen rechts rüber. Okay, Freunde. So, dann machen wir Folgendes. Ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens im Hafen wieder. Und dann machen wir da nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Alles klar? Rinjauen. Steigst du bis auf meiner Seite aus? Ich wollte gerade sagen, ich komme hier gar nicht raus. Ja. Küsse auf dem Fern aber nicht hin, das ist zu machen, dass beide gut aussteigen können. Ah, Freunde, jetzt habe ich doch wieder glatt vergessen, die Kamera rechtzeitig anzumachen. Gott verdammt noch mal. Aber wir sind jetzt gerade vom Schiff runter. Und jetzt geht's noch mal los auf den letzten Abschnitt unserer Reise. Fahren erstmal durch zum Hersteller, stellen da den Auflieger ab und dann von da aus nach Hause. Und dann mal gucken, vielleicht morgen Vormittag noch mal einmal gerade den Dingens abholen oder morgen Mittag, je nachdem wann die 9 Stunden Pause um sind. Und da, dann schauen wir mal. Jetzt machen wir hier noch mal ein bisschen ruhiger wegen den ollen Huckeln, die es nämlich echt in sich haben. Ja. Willkommen in Frankreich, ne? Da war. Noch hat das David nicht kapiert, in welchem Land wir sind. Aber das wird's gleich, weil jetzt sind wir ja gerade über die am Schild vorbei hier, Franz. Jetzt sind wir in Franz. Ja, nicht auf der Fähre haben wir gerade noch den Jan getroffen. Ihr werdet
alten Jan vielleicht sogar noch kennen. Jan habe ich ja damals auch zum Einarbeiten mal eine Woche dabei gehabt. Und auch Jan war in Schottland, wenn auch nicht so hoch. Aber das ist ja unerheblich, wie hoch man fährt. Schottland ist Schottland. Ach Mensch. Ich hätte ja mich gefreut, wenn es nächste Woche wieder nach Großbritannien gegangen wäre. Aber leider steht uns ja eine Woche Deutschland bevor. Zumindest am Montag. Und dementsprechend wird sich das wahrscheinlich so durchziehen. Was bleibt jetzt mir noch zu sagen? Ist das Ding jetzt wieder ausgegangen? Das Mikrofon ist doch doof, so was. Hör mal. Naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr gerade hier dieses Video guckt. Ich würde mich natürlich sehr über einen Kommentar und vielleicht auch noch ein Like freuen, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Weil wenn nicht, dann müsst ihr unbedingt auch einen Daumen nach unten drücken. Ne? Dann auf jeden Fall. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, ist der Hashtag für den Kommentar Winter in Schottland. Genau. Winter in Schottland klingt ganz cool. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle mich zu verabschieden von euch. Ich bedanke mich für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Video, welches ich euch präsentieren kann. Das hier ist ja quasi das Ende wahrscheinlich von einem zweiten Teil, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich daraus zwei Teile machen werde, um die Woche mit Stiegelmeier quasi zu überbrücken, so dass ihr trotzdem jede Woche ein Video kriegt, auch wenn ich nicht unbedingt jede Woche produzieren kann. Na? Ja, so schaut's aus. Wir haben jetzt zu fahren 553 Kilometer bis nach Hause. Das wird ja heute Nacht um 3:30, 4:30 sein, wenn wir zu Hause ankommen. Und dann schauen wir mal, wie es dieses Jahr so weitergeht. Wir haben schon mal das erste Highlight auf jeden Fall gemeinsam erleben dürfen. Das hat mich sehr gefreut. Mit dem Daniel läuft es ja auch ganz gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir auch im nächsten Video noch den Daniel dabei haben werden. Und mal gucken, wenn er dann richtig viel Bock hat, dann drücke ich ihm schon öfter mal die Kamera in der Hand, dass er auch mal ein bisschen den Kameramann macht. Ha? Das wäre doch mal was, oder? Ich glaube, das kriegt er hin. Locker! Alles klar, Leute, an dieser Stelle vielen Dank, auf baldiges Wiedersehen. Bleibt gesund und munter und immer freundlich, denn das Leben ist eh schon voller negativer Scheiße und die müssen wir uns nicht geben, ne? Deswegen guckt lieber Videos von Leuten, die euch positiv beeinflussen, als Videos, die euch nur herunterziehen. Ich verabscheue mich. Tschö mit Ö und tschüss.